Kann Sauerstoff flüssig sein? Die Antwort liefert Ihnen das folgende Experiment. Beim Unterschreiten des Kondensationspunktes können Gase kondensieren, das heißt flüssig werden. Bei einer Temperatur von minus 183 Grad Celsius kondensiert Sauerstoff zu einer bläulichen Flüssigkeit. Das bei unserem Versuch verwendete Kupfergefäß wird mit flüssigem Stickstoff gefüllt. Flüssiger Stickstoff hat eine Temperatur von minus 196 Grad Celsius. An der kalten Unterseite kondensiert nun der Sauerstoff und tropft in die darunterliegende Schale. Das Vorhandensein von Sauerstoff wird durch das Aufflammen eines glühenden Zündholzes nachgewiesen. Wir machen im Prinzip jetzt Folgendes. Wir kippen hier oben dran flüssigen Stickstoff. Minus 196 Grad, mein Schwindelzettel. Okay, und werden hier unten dran Sauerstoff kondensieren. Der Sauerstoff, sie wird höher. Minus 183. Minus 183, sagt mein Souffleur. Ja. Und der Sauerstoff wird da hier runter tropfen. Außen wird sich wieder Eis bilden. Das ist also der Taupunkt, wird resublimieren. Wir kommen aus der Gasphase hinein und machen dann die Eiskristalle. Die sind oben. Und unten dran ist flüssig, werden wir sehen, den Tropfen, wo der Sauerstoff dann ist. Hast du schon zum Herzen? Jawohl. Flüssiger Stickstoff, nicht zu klein, nicht zu wenig. Und, danke, hier. Und dann gehen wir in die Destille hinein. So, das kann ich auch brauchen. Okay. Und jetzt warten wir, bis wir hier unten sind, schön. Ich muss das Ganze jetzt öffentlich durchkühlen. Und jetzt bildet sich schon, man sieht, wie das aufläuft. Das Eis ist jetzt weg und unten tropft der Sauerstoff raus. Und den wollen wir jetzt auffangen, den flüssigen Sauerstoff, nicht zu wenig. Er geht da in die Probette hinein. Und wir zeigen, dass das flüssiger Sauerstoff ist. Okay, indem wir ein Zündholz vom Gasnebenträger anzünden und dieses Zündholz ausblasen und da hineinstellen. Puff, und es fängt wieder zum Brennen an. Und zwar so ordentlich, dass die Probette zerbricht. Ja, diesmal nicht. Ja? Jedes Mal am Boden kann ich mir nicht leisten. Ne? Aber jetzt trinkt der Sauerstoff da so richtig. Ne? Jetzt trinkt er so richtig. Ich sollte vielleicht abtrennen, ne? Ja. Ja, nein, den Sauerstoff zum Kosten. Ja. Lass mal noch einmal den Zündholz da drinnen verschwinden, weil es so schön ist. Das kann ich nicht mal ein bisschen brennen, vielleicht auch. Ne? Okay, hinein damit. Schau. Es ist tatsächlich Sauerstoff drinnen, ne? Cool.